Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist wieder die Vicky dabei, weil ich habe mich leider so ein bisschen verletzt am Knie und kann deswegen heute nicht trainieren. Und heute machen wir nur ein ganz kleines Mini-Workout sozusagen. Sozusagen, wenn es einfach mal schnell gehen muss. Ne? Jeder kennt das ja, wir haben wenig Zeit. Und ja, deswegen, weil die Vicky ja trainiert und die Vicky eine Frau ist, müssen wir natürlich heute beide trainieren. Und deswegen machen wir ein Power-Set, was nur auf die Beine geht. Freust du dich schon? Extrem. Ich kann es gar nicht erwarten. Das wird toll. Okay, wir starten auch direkt mit dem Tutorial. Okay, wir starten direkt mit dem Tutorial. Und zwar starten wir unten in der Boxposition. Sehr gut. Kannst du dich einmal seitlich drehen? Genau, dann können die Leute dich besser sehen. Ihr achtet genau darauf, dass die Knie unter der Hüfte sind. Die Knie setzen auch nicht ab auf dem Boden und die Schultern über den Handgelenken. Von hier, dreht dich wieder nach vorne. Sehr gut. Von hier bouncen wir zur rechten Seite, schieben die Beine raus. Mitte. Tack. Mitte. Dabei immer darauf achten, dass die Füße auch immer ungefähr auf einer Linie sind. Was wir nicht sehen wollen, ist das. Okay. Ganz, ganz wichtig. Dann kommen wir nach oben. Es gibt keine Intervallpausen, so wie wir es sonst machen. Und gehen wir nach oben. Tack. Von hier nehmen wir die Beine hüftbreit auseinander. Gehen nach unten in den Squat, halten auf 90 Grad und bouncen leicht. Von hier zählt die Musik dann wieder ein. Wir gehen wieder nach unten und starten wieder. Box, bounce, tack, tack. Wir machen alles nur im halben Tempo, damit wir auch die Ausführung sehr, sehr ordentlich machen können. Ganz wichtig dazu zu sagen ist, normalerweise machen wir sowas natürlich nicht in unseren Kursen, sondern das ist jetzt wirklich nur so ein Quickie, damit das auch mal schnell geht mit den Beinen. Ja, also es ist der Beinburner Quickie von der Vicky. Damit das immer schnell geht mit der Vicky, ey. Okay, wir legen auch direkt los mit dem Workout. Wir schmeißen mal die Musik an und dann legen wir los. Okay, Leute, wir legen mal los. Haben den ersten Song. Wir haben jetzt noch eine Minute Erklärphase. Die müssen wir jetzt noch mit euch verbringen. Die Übung kennt ihr ja schon. Ja, wie war dein Tag? Anstrengend. Ich habe dich abgeholt vom Flughafen. Ja, dann haben wir was gegessen. Jetzt hatte ich gerade schon einen Pilates-Kurs. Deshalb sind meine Beine auch schon ein bisschen schwer. Sie macht selber eh nie mit. Das stimmt überhaupt nicht. Seit wann sind so viele Teilnehmer da? Ich mache mitmachen. Ah ja, doch. Wenn wenig Teilnehmer da sind, dann muss man immer mitmachen, weil sonst... Okay, du hast noch 15 Sekunden. Willst du noch schnell was sagen? Nein. Ja, ich würde ja gerne viel mehr mitmachen bei der Beinübung, aber ihr wisst ja, mein Knie ist verletzt im Moment. Okay, wir starten alle in die Boxposition. Das stimmt gar nicht. Das stimmt wohl, das ist richtig verletzt. Ich habe es nur noch nicht erzählt. Bounce, Mitte und. Achtet immer drauf, Schultern bleiben über den Handgelenken, Knie unter der Hüfte, Füße ungefähr immer auf einer Linie lassen. Desto intensiver ihr bounce, desto schwerer wird's. Wir kommen hoch und halten. Bisschen enger die Füße. So breite Hüften hast du ja jetzt nicht. Und Gesäß schön nach hinten schieben, dass die Knie nicht zu weit über die Zehenspitzen kommen. Und zurück nach unten. Runde 2. Und bounce. Wer ein bisschen langweilig wird mit der Zeit, der kann auch mal einen Arm hochnehmen. Die Vicky nimmt jetzt nicht einen Arm hoch, weil sie schiebt alles Gewicht auf die Hände, damit es nicht so hart ist für die Beine. Okay, unten bleiben, unten bleiben. Ja, es muss wehtun. Bisschen enger zusammen. Gewicht nach hinten. Gewicht nach hinten. Sehr schön. Ich mache das immer. Durchhalten. Bounce. Mitte. Und bounce. Mitte. Durchziehen. Okay.
nicht die Form verlassen. Und zurück, unten bleiben. Nicht ganz runter, 90 Grad halten. Bisschen tiefer und bouncen nicht vergessen. Nicht nachlassen, komm schon, wir haben fast geschafft. Es muss wehtun, no pain, no gain. Wir haben es fast geschafft. Letzte Minute, Übergang nach vorne. Komm. Ah, da spüre ich ein bisschen mein Knie wieder. Ah, ich mal kurz stretchen. Ah, du hast gleich geschafft. Und unten bleiben. Ja. Und bounce, zieh. Gewicht nach hinten auf die Fersen verlagern, nicht nach vorne. Unten bleiben, gleich geschafft. Gewicht nach hinten. Ja. Schon ordentlich machen. So, nochmal nach vorne. Letztes Intervall. Komm, trotz Knieverletzung hier. Ich gebe alles, Leute. Könnt ihr es sehen? Alles für YouTube. Und geschafft. Sauber. Nein. Ja. Jetzt komm schon. So schlimm war die Übung nicht. Es waren nur 3 Minuten. Ja, aber die Beine. Ja, es war ja der Beinburner Quickie von der Vicky heute. Ja, die sind echt geburnt jetzt. Nichts. Ja, jetzt könnt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen stretchen und die Beine relaxen. Ich hoffe, das kleine Workout hat euch gefallen. Wenn ihr mal wenig Zeit habt zu Hause, dann könnt ihr auf jeden Fall die Übungen einfach machen, hintereinander weg. Dann werdet ihr auf jeden Fall ordentlich was spüren und auch noch am nächsten Tag wahrscheinlich. Wenn euch das trotzdem zu wenig ist, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch immer wieder wiederholen und habt dann halt ein viel längeres Workout. Könnt es auch statt jetzt 3 Minuten, 5 Minuten machen, 10, 15, Stunde oder so weiter. Zieht durch einfach. Und immer die Ausführung nicht vergessen. Ja, Leute, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann im nächsten Workout. Bis dahin. Ciao. Ciao.